Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video möchte ich mit euch gerne über das Thema Giftköder sprechen. Das Thema Giftköder wurde sich auch von vielen meiner Zuschauer gewünscht und da es auch ein wichtiges Thema ist, da immer monatlich sehr viele Hunde an Giftköder sterben, weil es einfach gestörte Menschen gibt, die das anscheinend toll finden, wenn so ein Tier elendig verreckt, habe ich mir eben überlegt, darüber ein Video zu drehen und euch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie ihr euch und euren Hund am besten vor Giftköder schützen könnt. Ich muss leider sagen, dass es wirklich keinen hundertprozentigen Schutz vor Giftköder gibt, da euer Hund ja leider auch keine Maschine ist, die immer auf Knopfdruck funktioniert. Aber ich kann euch schon Tipps geben, die auf jeden Fall hilfreich sind und im Fall des Falles euch natürlich auch helfen können. Erst einmal für die Leute, die nicht wissen, was Giftköder sind. Giftköder sind meist mit Gift oder mit spitzigen Sachen wie zum Beispiel Rasierklingen, Stacheldraht, Scherben etc. bestickte Leckerchen. Also entweder ein Stück Fleisch, Wurst oder sonstiges, was der Hund gerne annimmt. Beliebte Gifte in Giftködern sind leider Gottes Rattenkorn und auch sehr oft Schneckenkorn, welches auf jeden Fall meistens tödlich für den Hund endet, da man meistens leider die Vergiftung zu spät bemerkt. Also bei manchen Giftarten macht sich der Hund sofort bemerkbar, also mit Speicheln, Erbrechen. Und dann gibt es noch das Rattengift, welches eben schleichend kommt. Also das kann erst sein, dass der Hund nach ein paar Tagen Symptome zeigt, indem er einfach viel matter ist. Die Schleimhäute sind da auch viel blasser. Also ihr merkt auf jeden Fall, dass euer Hund schlapper ist. Und da solltet ihr dann auf jeden Fall mal einen Tierarzt drüber schauen lassen, weil es ist immer besser, einmal zu viel einen Tierarzt drüber schauen zu lassen, als einmal zu wenig. Und vor allem, wenn euer Hund die Tage irgendwas Außergewöhnliches draußen gefressen hat, also da herrscht dann wirklich größte Alarmbereitschaft. Da sollte man dann auch einen Tierarzt aufsuchen. Ja, wenn der Hund zum Beispiel Rasierklingen oder sowas verschluckt, merkt man das meistens gleich, dass er dann Blut im Maul hat, beziehungsweise blutiges Erbrechen zeigt oder blutigen Stuhlgang. Das sollte immer im Fall eines Falles, also wenn der Hund irgendwas Giftiges gefressen hat, einen Tierarzt aufgesucht werden. Auf keinen Fall sollte man versuchen, den Hund selbst erbrechen zu lassen. Zum Beispiel, stellt euch mal vor, der hat eine Rasierklinge gefressen und wenn er das eben erbricht, also wenn das hochkommt, kann das eben die ganze Speiseröhre aufschneiden. Deswegen geht bitte immer zum Tierarzt sofort und experimentiert selbst nicht rum. So, wie kann man sich nun aber wirklich effektiv vor Giftköder schützen? Einmal gibt es die sogenannte Giftköder-App, das nennt sich Giftköder-Alarm, die könnt ihr auf euer Handy installieren. Die zeigt immer an, wo die neuesten Giftköder-Meldungen sind. Also da könnt ihr eben schauen, ob es eine Meldung in eurer Umgebung gibt oder eben nicht. Also die ist ganz empfehlenswert, verlinke ich euch auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Es ist natürlich jetzt keine hundertprozentige Sicherheit, dass bei euch in der Gegend nichts ausgestreut wurde, aber es ist ein ganz guter Richtwert, vor allem für Leute, die in größeren Städten wohnen, weil man dort doch häufiger ausgelegte Giftköder vorfindet. Also das ist auf jeden Fall hilfreich, immer mal da reinzuschauen. Wenn es in eurer Stadt einen Fall von Giftköder gibt, also entweder in eurer Umgebung, das wurde ich auch schon mal in den Kommentaren gefragt, was man da machen soll. Da hat ein Zuschauer gefragt, ob er jetzt gar nicht mehr mit dem Hund Gassi gehen sollte. Ja, da kann ich euch einfach nur empfehlen, die Umgebung einfach zu meiden, am besten mit dem Auto irgendwo hinfahren und den Hund dort laufen zu lassen. Sicherheitshalber könnt ihr den Hund an einer kurzen Leine führen, natürlich nicht ableinen und gegebenenfalls, wenn ihr wirklich nicht irgendwo anders laufen könnt, einen Maulkorb anziehen. Also auch wenn es dumm aussieht und auch wenn euch die Leute dann dumm anschauen können, das sollte in dem Moment egal sein. Also die Gesundheit von dem Hund sollte da wirklich an erster Stelle stehen. Von daher ist es eigentlich nie verkehrt, wenn man einfach daheim einen Maulkorb parat hat und der Hund eben an diesen gewöhnt ist. Welche Vorbeugung man auf jeden Fall machen sollte und das auch schon im Welpenalter an, ist es dem Hund beizubringen, dass er nichts vom Boden fressen darf. Es ist am Anfang nicht so einfach, weil Welpen wollen immer mal gerne was probieren, aber da einfach konsequent sein. Und man kann daheim schon das Training machen, also auf dem Boden ein paar Leckerlis drauf tun und den Hund da nicht hinlassen, wenn der Hund ein Nein kann.
also da das Nein mit einbringen, sodass der Hund die Leckerlis in der Wohnung in Ruhe lässt. Dann kann man die Übung im Garten machen, da Leckerlis verstecken und dass der Hund eben diese Leckerlis nicht nimmt. Als Belohnung, wenn er sie nicht nimmt, müsst ihr ihm was Besseres geben, also ein besseres Leckerli, damit sich das eben für den Hund lohnt, dass er nicht an diese Leckerlis gegangen ist. Und dann natürlich auch auf dem Spaziergang einfach mal professorisch so Leckerlis verteilen und da auch das trainieren. Das ist nämlich ganz wichtig, weil wenn euer Hund draußen keine fremden Sachen aufnimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch natürlich gering, dass er dadurch auch einen Giftköder aufnimmt. Aber es gibt dazu auch wirklich keine hundertprozentige Garantie. Ich habe es ja schon erwähnt, ein Hund ist keine Maschine und es kann immer mal sein, dass er dennoch was aufnimmt. Aber das ist auf jeden Fall wichtig, das dem Hund beizubringen, auch wegen anderen Sachen. Es kann ja sonst irgendwas Verschimmeltes draußen liegen, was dem Hundemagen nicht gut tut. Aus diesem Grund bin ich auch überhaupt kein Freund von Suchspielen mit Leckerlis draußen, weil da kann es halt eben sehr wahrscheinlich sein, wenn da mal ein Giftköder ausgestreut ist, dass der Hund eben diesen frisst. Deswegen mache ich zum Beispiel nie Suchspiele mit Leckerlis, sondern mit Spielzeug. Was auf jeden Fall zu tun ist, wenn ihr einen Giftköder findet, natürlich solltet ihr mit eurem Hund sofort zum Tierarzt gehen, wenn der Hund den Giftköder gefressen hat, das ist klar. Wenn euer Hund den Giftköder nicht gefressen hat und ihr den rechtzeitig bemerkt habt, ihr sollt dabei auf jeden Fall die Polizei anrufen und auch Anzeige erstatten. Weil nur wenn ganz viele Leute immer Anzeige erstatten, dann macht es für die Täter nicht so lukrativ, also Giftköder auszustreuen. Also die bekommen dann es mehr mit der Angst zu tun, dass sie eben erwischt werden. Deswegen immer wichtig, die Polizei verständigen, einfach da an der Tatstelle warten, bis die vorbeikommt und die Giftköder dann selbst sieht. Sinnvoll ist es, wenn ihr dann alleine nochmal diesen ganzen Weg absucht, weil meistens sind da auch in der Umgebung noch weitere Giftköder gelegt. Aber da rate ich euch zuerst, den Hund daheim abzuliefern und da alleine das umzuschauen, weil nicht, dass der Hund eben einen davon mitnimmt. Das sind auf jeden Fall die Dinge, die man machen kann, damit der Hund keine Giftköder aufsammelt. Wie gesagt, eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht, aber es ist auf jeden Fall wichtig und auch sinnvoll, dass ihr eurem Hund beibringt, dass dieser nichts vom Boden frisst. Und das tut auch immer mal gut, in diese Giftköder-App zu schauen. Und wenn bei euch irgendwo Giftköder verteilt sind, am besten irgendwo anders spazieren zu gehen oder eben den Hund gegebenenfalls an kurzer Leine und Maulkorb führen. Ich habe das mit Nero auch schon im Welpenalter angeübt, dass er nichts vom Boden aufnimmt und das klappt wirklich sehr gut. Also da müsst ihr einfach nur geduldig sein und konsequent sein mit dem Training, aber es lohnt sich auch wirklich und vor allem ist es auf jeden Fall sehr wichtig für den Fall des Falles. So, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar wichtige Ratschläge mit auf den Weg geben, weil das leider nicht so selten ist. Also in meiner Umgebung gab es auch schon Fälle, wo Giftköder ausgelegt waren. Das betrifft leider Gottes ganz Deutschland. Ich verstehe auch nicht, was in den Köpfen von solchen Menschen vorgeht. Also das kann ja nicht nur Hunde treffen, sondern auch kleine Kinder. Die nehmen ja auch immer gern was vom Boden auf und deswegen ist sowas wirklich das Allerletzte. Es ist wirklich ganz ehrlich sowas Heimtückisches und Gemeines und nee, da fällt mir einfach nichts dazu ein. Also wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr gerne über eine Bewertung freuen. Bei weiteren Fragen fragt mich das ruhig in den Kommentaren zu dem Thema, weil es ist ja auch ein wichtiges Thema. Also damit sollte sich eigentlich jeder Hundehalter auseinandersetzen. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Okay, macht's gut, Leute, und passt gut auf euren Vierbeiner auf. Jo, bis bald. Ciao.